Wenn das funktioniert, müssen wir eine Waffe bauen, die groß genug ist, um alle Geister... Willkommen auf der Feier! Tribun Brimstone ist als Beobachter hier. Und Kriegsmeister Labowski lässt seine Truppen aufmarschieren. Es ist Geisterlaufkanonenzeit. Einverstanden. Aber wir müssen Labowski persönlich ausschalten. Herzog Baradin hat uns gelehrt, dass Offensiven der Geister ohne ihren Anführer zusammenbrechen. Dafür habe ich schon Vorkehrungen getroffen. Ein Einsatztrupp, der in die Katakomben eindringen, Labowski aufspüren und ihn vernichten wird, steht bereit. Das ist Kimara. Sie wird den Katakomben-Einsatztrupp leiten. Ihr seid an der Kanone und gebt ihr Feuerschutz. Räumt ihr einen Weg zu Labowski frei, dann kümmern sich ihre Leute um den Rest. Und schießt schnell. Ich werde dem Kriegsmeister direkt an die Kehle gehen und warte nicht gern. Gebt der Kanone genug Zeit zum Nachladen und ihr werdet auf eurem Weg zum Ziel keinem einzigen Geist begegnen. Ich bin so froh, folgt hier mir zu sein. Rein ballistisch gesehen wird das ein denkwürdiger Tag heute. Macht euch bereit! Auf mein Zeichen lasst es den Tod! 3, 2, 1! Achtung! Davon kommen Untote!
Verdammt! Kimara ist zu früh zu weit vorgedrungen. Schon wieder! In den Katakomben können wir sie mit der Kanone nicht unterstützen. Das Gewölbe würde ihr auf den verfluchten Deckschädel krachen. Wenn ich die Kanone nicht abfeuern kann, finde ich Kimara und ihren Einsatztrupp. Dann sorge ich dafür, dass Labowski erledigt wird. Ich lasse nicht zu, dass ihr wegen Kimaras Dummheit sterbt. Tribun Metzelklinge würde mir alle Glieder brechen und mich am Schweif aufhängen. Ich bitte nicht um Erlaubnis. Ich sorge dafür, dass eine übereifrige Soldatin den ersten Kampfeinsatz meiner Waffe nicht verdirbt. Ich gehe rein. Wenn ich nicht bald zurück bin, eröffnet mit der Kanone das Feuer und macht alles in Reichweite dem Erdboden gleich. Und ihr nennt meine Soldaten übereifrig? Ah, schön. Ich werde den Beschuss so lange wie möglich hinauszögern. Viel Glück! Jetzt macht euch auf den Weg. Schaltet die Augen nach Kimara. Sagt mir Bescheid, wenn ihr was hört. Grabt euch ein, Idioten. Wenn diese Blutlerin ein von uns das Leben kostet, nutze ich den Schädel als Frühstücksschüssel. Thank you.
Ich konnte es nicht hören. Hat er gejammert, als er starb? Ich liebe es, wenn sie dabei jammern. Stärke schützt, nicht falsche Götter. Wollt ihr etwas? Labowski ist erledigt und die Geister zerstreuen sich, wie ihr gesagt habt. Jetzt schulde ich euch was. Wegen der Kanone und für Kimaras Rettung. Ich wollte nicht gerettet werden und ich verdanke niemandem gern mein Leben. Warum habt ihr nicht einfach auf meine Position gefeuert? Weil ich keine Munition verschwenden will. Und wenn wir auf jeden Soldaten der Blutlegion feuern würden, der blindlings vorstürmt, gäbe es bald keinen mehr. Vorsicht! Die Dankbarkeit der Blutlegion hat auch Grenzen. Ich glaube, ich werde die Schuld jetzt sofort begleichen. Kimara hat keinen Trupp. Wenn ihr sie wollt, gehört sie euch. Ich weise sie offiziell eurem Trupp zu und wir sind quitt. Eine fähige Rekrutin kann ich immer gebrauchen, falls sie sich an Befehle hält. Ab jetzt kämpft ihr, wenn ich es sage, Kimara, und nur dann. Klar? Oh, ich halte mich an Befehle. Wenn ich eure befolgen muss, um das zu beweisen, tue ich es. Macht euch bereit. Jetzt stößt endlich frisches Blut zu eurem Eisentrupp. Hervorragend. Und euch erwartet ein Schnellkurs im Befolgen von Befehlen. Tretet ins Glied. Wir brechen auf. Stellt euch tot, Mäuschen. Und wenn ihr zurückkehrt, werden wir warten. Wer heiß ist, ist heiß.